Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde um die Medienwelt. Diese Woche haben wir nur zwei Videos für euch. Morgen kommt das zweite. Heute beschäftigen wir uns um das erste Video. Und die Seite nh24.de hat eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gerotzt. Und weil ich mir sowas nicht alleine antun kann, ziehe ich euch wieder mit rein. Link zu diesem Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls der erste gesperrt wird, als auch der Link zu meinem DeviantArt-Kanal, wo ihr schon mal auf Band 2 warten könnt. Ja, ich weiß, in letzter Zeit geht es mir halt nicht so gut, deswegen kann man hier auch nicht viel Neues erwarten. Aber ich hoffe, das bessert sich im Laufe der Zeit. Ja, Leute. Und der trägt den Titel Ein Zuhause für Autisten. Muss sich ja nichts abändern, oder? Es ist diesmal richtig. Mal gucken, ob die jetzt das nicht kaputt machen. Mit dem Inhalt jetzt. Weil der Teufel steckt ja im Detail, heißt es ja so schön. Und diesen Teufel werden wir definitiv in diesem Artikel mindestens einmal zu Gesicht bekommen. Beziehungsweise entlarven. Und ich würde mal sagen, ohne Wenn und Aber, los geht's! Haus Maranatha in Borken feiert 25-jähriges Bestehen. Borken. Ein Großteil der 19 Bewohner lebt seit der Gründung 1996 noch immer in der Einrichtung. Und das zeigt nicht zuletzt, wie wichtig die Einrichtung für die Menschen ist, sagt Gerald Rullmann, Einrichtungsleiter und seit 1997 im Haus Maranatha tätig. Vor etwa 30 Jahren hatte sie sich betroffenen Eltern aus Nordhessen unter dem Namen Hilfe für das autistische Kind zusammengetan, um mit dem Anliegen, eine Wohneinrichtung für erwachsene Menschen mit Autismus zu schaffen. Dieser Satz ist so nicht richtig. Es muss natürlich heißen, vor etwa 30 Jahren hatten sich Eltern aus Nordhessen unter dem Namen Hilfe für das autistische Kind zusammengetan, um mit dem Anliegen, eine Wohneinrichtung für Autisten zu schaffen. Entschuldigung, jetzt habe ich mich versprochen. Vor etwa 30 Jahren hatten sich Eltern aus Nordhessen unter dem Namen Hilfe für das autistische Kind zusammengetan, um mit dem Anliegen, eine Wohneinrichtung für erwachsene Autisten zu schaffen. Weiter geht's. Für Autisten im Erwachsenenalter hat es keine Wohnangebote in dieser Region gegeben. Diese Menschen waren unterversorgt. Die Eltern stießen an ihre Grenzen, ändert sich Rollmann. Zunächst wollten sie eine Einrichtung in Eigenregie gründen, bekamen aber den Rat, sich einen Träger zu suchen, und so gingen sie bereits 1990 eine Kooperation mit Hepata ein. Ja, also dazu kann ich ja nichts sagen. Und 1990, na gut. Da war ich wahrscheinlich gerade mal nicht auf die Welt, beziehungsweise war ich schon auf der Welt. Aber das konkrete Datum hat man ja ausgelassen, ne? Naja, was kann man da anderes erwarten? Aber gut, lesen wir weiter. Nach mehrjähriger Planung begann im Jahr 1995 der Umbau des alten Bauernhofes zur Wohneinrichtung. Ein Jahr später zogen die ersten 12 Bewohner in die Einrichtung. Aber nicht auf einmal, sondern nach und nach, um ihnen den Einzug so leicht wie möglich zu machen, erzählt Rollmann. Ja, wenn man sich das vorstellt, man bewirbt sich für diese Einrichtung und dann treffen sich alle 12 untereinander auf einen Schlag und da kommt es halt zu Verwirrung beim Umzug. Da landet die eine Sache in das falsche Zimmer und das andere in das andere falsche Zimmer und tja, Umzüge können richtig chaotisch werden. Insbesondere, wenn es um den Erstbezug geht. Aber gut, vielleicht urteile ich da zu vorschnell. Ich bin ja selbst nicht in Eigenregie umgezogen. Und das aufgrund meiner 31 Jahre. Naja.
Menschen mit einer Autismusstörung fallen Veränderungen schwer. Das ist so nicht richtig. Es muss natürlich heißen, Autisten fallen Veränderungen schwer. Weiter geht's. Dazu kommt, dass ihre soziale und emotionale Wahrnehmung gestört ist und viele haben mit Verhaltensauffälligkeiten und anderen Ticks zu kämpfen, sagt Röhmann. Ja, was Verhaltensauffälligkeiten betrifft, da hatten wir die Hamburger Behörde mal Verhaltensstörungen hier aufgedrückt. Das wollte ich mir auf Dauer halt nicht mehr so gefallen lassen, beziehungsweise stehen lassen, weil das lasse ich mir halt nicht so anhängen, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Und irgendwann war auch die Grenze auch erreicht und habe mich hier eine Diagnose unterzogen und habe dann mein Asperger-Syndrom bekommen. Und somit waren die Probleme erledigt. Na dann. Und diese Ungewissheit habe ich da auch beendet. Kommt noch dazu. Die Eingewöhnung sei deshalb nicht ganz reibungslos verlaufen. Obwohl, Eingewöhnung, das war nach dem Umzug, ja. Okay. Aber lesen wir weiter. Wir haben viele Krisen durchgemacht. Hauptsächlich durch aggressive und autoaggressive Ausbrüche, was einmal mehr die belastende Situation für Eltern verdeutlichte, sagt Rollmann. Ja, also, was aggressive betrifft, das nennt sich halt Meltdown und wenn wir halt im Stress sind, dann kriegen wir halt einen Meltdown und dann fühlen wir uns überhaupt nicht gut dabei. Für die einen ist es halt sowieso nicht nachvollziehbar, weil die das halt nicht verstehen können. Die verstehen es einfach nicht. Denn wir werden auf einmal gestresst und dann ist unsere Stimmung neutral. Und da muss man sich halt nicht wundern, wenn es dann nach dem Meltdown einen überhaupt nicht gut geht. Also selber. So, weiter geht's. Erst in den vergangenen 30 Jahren sei mehr über die Krankheit erforscht worden und man weiß, dass diese Menschen ein gesondertes Umfeld und Zuhause benötigen, sagt Röhmann. Autismus ist keine Krankheit und das hat man in den 30 Jahren nicht gelernt? Okay, Leute, ihr habt die ganze Stimmung in diesem Artikel kaputt gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Weiter geht's. Das habe er während seiner Zeit in Maranatha selbst lernen müssen. Menschen mit einer Autismusstörung können nur schwer zeigen und wiedergeben, was in ihnen vorgeht. Es ist unser Job, das gewisse Feingefühl zu haben, um ihre Bedürfnisse zu kennen und zu stillen und gegebenenfalls bei Ticks und Zwangsstörungen richtig zu reagieren, sagt Röhmann. Das ist so nicht richtig. Es muss natürlich heißen, Autisten können nur schwer zeigen und wiedergeben, was in ihnen vorgeht. Es ist unser Job, das gewisse Feingefühl zu haben, um ihre Bedürfnisse zu kennen und zu stillen und gegebenenfalls bei Ticks und Zwangsstörungen richtig zu reagieren, sagt Röhmann. Weiter geht's. Und so bereiten die rund 40 Mitarbeitenden allen Bewohnerinnen und Bewohnern einen Alltag, der sie in diesen Bedarfen unterstützt. Dazu zählen gemeinsame Mahlzeiten und eine feste Tagesstruktur, die die Klienten und Klientinnen mittlerweile an zwei Standorten in Borken ausüben können. In zwei Standorten in Borken. Lesen wir weiter. Vieles hat auch einfach mit alltäglichen Dingen zu tun, erklärt Rollmann. Das ist wichtig, damit die Bewohnenden ihre motorischen Fähigkeiten nicht verlernen und dadurch auch einen weitestgehend normalen Alltag mitgestalten können. Ja, das ist wünschenswert. Aber in einer Großstadt, in der ich halt lebe, geht es halt sowas nicht. Die haben es natürlich gut, wenn sie ihren festen Tagesstruktur bekommen. Das bekomme ich ja nie.
Insbesondere so gegen Weihnachten. Naja, weiter geht's. Unsere Bewohnenden trainieren diese Fähigkeiten beispielsweise beim Schneiden von Gemüse, Teig zubereiten, Wäsche falten, natürlich immer mit Unterstützung unserer Mitarbeiterinnen. Dabei werde auch gezielt darauf geachtet, dass jede Bewohnerin den Freiraum bekommt, den er aufgrund seiner Beeinträchtigung benötigt, erklärt Röhmann. Einige Bewohnerinnen verbringen gerne Zeit in der Küche, aber das ist nicht immer in der Gemeinschaft aufgrund der unterschiedlichen Bedarfe möglich, weshalb unsere Mitarbeitenden oft auch allein mit jeweils nur einem Bewohner beschäftigt sind. Ja, also da wird man halt unterstützt bzw. betreut und da lernt man auch diejenigen Bewohner auch viel besser kennen dadurch. Also das war in Neckargemünd, in der ich war, nicht der Fall gewesen, Leute. Kann ich euch schon mal ganz genau sagen. Denn die haben sich mit dem Thema Autismus null beschäftigt. Die sind nur an sich selbst interessiert. Also diese Betreuer und sonst nicht. Würde mich nicht wundern, wenn ein Skandal von Neckargemünd später in den Videos auftauchen würde. Kommt auf die jeweilige Quelle natürlich an. Aber gut. Lesen wir weiter. Dazu gibt es viele kreative Angebote wie das Basteln von Karten und Weihnachtsstern. Wir trainieren damit unter anderem die Handführung. Nicht zuletzt ist es wichtig, dass die Klienten und Klientinnen ihre Fähigkeiten behalten. Und am Nachmittag gestalten Mitarbeitende und Bewohner deren Freizeit gemeinsam. Sie haben die Möglichkeit, ins Bewegungsbad zum Schwimmen zu gehen oder aber zu reiten, zählt Ruhlmann zwei der vielen Möglichkeiten auf. Natürlich hinge das Angebot auch immer mit dem körperlichen Zustand der Bewohner zusammen. Ja, aber zum Thema Bewohner mit den Mitarbeitenden, das haben wir auch schon. Naja, es geht aber auch weiter, wie alt die Bewohner sind. Unsere jüngste Bewohnerin ist 25, der älteste 64, erklärt Röhmann. Etwas, was uns nun in nächster Zeit natürlich beschäftigen wird, ist das zunehmende Alter unserer Klientinnen und Klienten, sagt er. Ja, wir werden alle älter, nicht? Und jünger werden wir garantiert auch nicht, es sei denn, man färbt sich die Haare, aber machen nicht alle, glaube ich nicht. Man lässt es einfach so kommen und man lebt einfach damit. Auch wenn man auch eine Halbglatze bekommt, muss man auch einfach so hinnehmen. Man kann nicht einfach hier zum nächstbesten Chirurgen gehen und sich Haare implantieren lassen. Ich weiß nicht, ob die Krankenkasse sowas auch bezahlt, aber ich schätze mal nicht. Für solchen Eingriffen wahrscheinlich nicht, weil kostet ja Geld und so, ne? Und das kann die Krankenkasse halt nun mal nicht selbst bewältigen. Denke ich mir mal so. Falls ich mich irren sollte, dann schreibt es mir einfach. Also gut, wo war ich? Weiter geht's. Da der Großteil der Menschen mit Anfang 20 in Maranatha eingezogen ist, ist das Thema Älterwerden mit Autismus auch neu für die erfahrenen Mitarbeitenden. Wir werden dann natürlich schauen müssen, wie das Zusammenleben funktioniert bei körperlichem und geistigem Abbau, sagt Röhmann. Bei körperlichem und geistigem Abbau. Wollt ihr mich etwa verärgern? Körperlichen und geistigen Abbau. Also, das ist schon beleidigend. Ich fühle mich jetzt gerade richtig beleidigt. Körperlich und geistigen Abbau. Also, ich darf mich nicht aufregen, sonst wird das Video gesperrt. Weiter geht's. Wichtig sei vor allem aber eines, dass den Menschen ein Wohnraum gegeben wird, in dem ihnen ein Alltag ermöglicht wird, der sich ihren Beeinträchtigungen anpasst und sie nicht ausgrenzt. Dafür war der Bau von Maranatha vor 25 Jahren der einzig richtige Schritt. Ja, so viel dazu. Was soll ich dazu noch sagen, Leute? Und ein Artikel
welches die Geschichte eines Hauses präsentiert hat. Und der Titel dieser Meldung, ganz gut und schön, hätte ich nicht anders geschrieben. Aber in Sachen Inhalt müssen wir noch ein klein bisschen arbeiten. Besser nicht mehr Menschen mit Autismus schreiben, sondern halt Autisten. Schlichtweg einfach so. Klingt viel fairer und netter. Und ich werde mal sagen, Leute, du Mobber! Jetzt mobbt mich mein Handy wieder. Dauert nicht mal lange. Ich kaufe mir wahrscheinlich ein Google Pixel 6a. Also das normale Google Pixel 6 hat ja Ränder. Und das 6a sollte weniger Ränder haben. Und das würde mich mehr reizen. Weil, wer braucht schon ein überdimensionales Handy? Aber genug davon. So Leute, schreibt mir in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen hoch da. Teilt das Video. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Mit der Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und ich würde mal sagen, morgen gibt es ein weiteres Video. Ciao Leute!